Wie ein Urknall bricht die Frage nach einem Kind in die Beziehung der beiden Mit-30er Charlotte und Robert. Die Entscheidung für oder gegen ein Kind mutet an wie ein Spiel. Zunächst ist Robert von dem Gedanken euphorisiert, Charlotte dagegen skeptisch. Ich will ein Kind, aber nicht jetzt. Ich will ein Kind von dir. Jeder versucht dabei, den anderen in seinem Sinn zu beeinflussen und den eigenen Spielregeln zu unterwerfen. Mit einem Mal scheint das ganze Glück oder Unglück des Paares an der Existenz eines Kindes zu hängen. Den Zuschauer erwartet in Baby Talk auf jeden Fall eine Achterbahn der Gefühle. Das ist auf der einen Seite wahnsinnig lustig und auf der anderen auch tief traurig. Das andere, was den Zuschauer erwartet, ist diese Grenzüberschreitung, die wir in unserem Stück gesucht haben zwischen den beiden Genres, Musical und Schauspiel. Und wir hoffen, dass sich ganz viele Menschen, die vielleicht sonst nur ins Schauspieltheater gehen, zu uns verlaufen. Stefan. Heißen Krankenpflege. Margarete. Heiß kein Kind. Wolfgang. Heißen Brillenträger. Vitus. Klingt genauso blind. Annelie und Torben sind alle schlecht im Sport. Günther ist fast ausgestorben. Günther heißt der halbe Hort. Das Kreativteam von Baby Talk setzt sich zusammen zum größten Teil aus Künstlern, die ich in den letzten Jahren bei meiner Tätigkeit als künstlerische Leiterin im Theater am Potsdamer Platz kennen und schätzen gelernt habe. Und ich freue mich wahnsinnig, mit diesen tollen Künstlern und Menschen ein eigenes Stück auf die Beine zu stellen. Am Ende des Stückes, wie geht der Zuschauer raus mit der Frage, lohnt es sich? Lohnt es sich, ein Kind zu bekommen in der heutigen Zeit oder nicht? Es wird auf gar keinen Fall so sein, dass man sich denkt, oh nein, was haben wir getan? Ein Kind, ich kann nie wieder in Freiheit leben. Das soll es und wird es, wie gesagt, auf gar keinen Fall werden. Mein Körper hasst mich und ich ignoriere ihn. Ich weiß, es ist schlecht. Ich sollte es üben. Manche Proben sind sehr anstrengend, weil man merkt, man ist stimmlich noch nicht da, wo man hin will. Manche Choreoproben sind sehr lustig und manche wieder sehr anstrengend, weil das Gehirn nicht hinterherkommt und die Beine auch nicht. Vor 3 Tagen haben Sie doch gesagt, alles sei völlig in Ordnung. Ja, Robert und Charlotte müssen halt auch die Spielregeln für sich neu erfinden. Und kommt es natürlich zu einer Menge Reibung, wenn jeder versucht, bei dem anderen seine Spielregeln durchzusetzen. Und diese Reibung ist für so ein Paar halt auf der einen Seite eine Gefahr, aber auf der anderen Seite auch eine Chance. Und ja, mal schauen, wie das bei Robert und Charlotte dann sich ausgeht zum Schluss. Baby Talk, ein Kinderkrieg-Musical, gespielt von Nadja Petri und Sebastian Zieroff. Regie Elisabeth Engstler, musikalische Leitung Matthias Weibrich, Choreografie Dolan José.